Hallo ihr Lieben, mein Name ist Raphael Netz, ich bin 22 Jahre alt, bin Bereiter im Stall Aubenhausen bei der Familie Werndl. Wir sind hier beim Pferd International und ich gehe gleich bei der Stars von Morgen Tour an den Start und nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ich habe heute den Exklusiv-BB mitgebracht. Wie man am Namen schon hört, steht er im Besitz der Beatrice Birchler-Keller. Es ist mir eine große Ehre, dass ich ihn reiten darf. Wir sind jetzt noch nicht ganz so lange ein Team. Wir kennen uns jetzt so ungefähr ein Dreivierteljahr und sind jetzt dieses Jahr das erste Mal auf Turnieren unterwegs und auch für ihn das erste Mal auf Drei-Sterne-Niveau unterwegs. Und er ist ein unheimlich süßes Pferd, ein richtiger Quatschkopf, der wirklich einfach immer nur Schmarrn im Kopf hat. Und aber wirklich auch schon weiß, wenn es ums was geht und wenn man sich konzentrieren und anstrengen muss. Und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu Hause zu arbeiten und jetzt auch Turnierluft zu schnuppern und ein bisschen zusammenzuwachsen. Das ist schon sehr cool, ja. Wenn es dann so wirklich so die 2 Stunden vor Start oder vor Aufsteigezeit geht, dann wird schon mal geputzt, dann wird das Tack, also die Stiefel, der Sattel, die Kandare, wird alles schon mal gut hergerichtet. Dann werden die Zöpfe gemacht, da habe ich die Fabienne Stein an meiner Seite, die sich unheimlich toll mit ganz viel Liebe um meine Pferde kümmert. Ein Ritual, was ich immer durchführe, ist wirklich für mich eigentlich das Dehnen. Also ich bin ein sehr sportlicher Typ, wir alle in Aubenhausen sind sehr sportlich und ich dehne mich auch im Alltag, morgens, mittags, abends so ein bisschen. Und vorm Start mache ich das natürlich auch, da bin ich so, das ist schon so ein Teil meines Anziehprozesses, also dann ziehe ich mich so ein bisschen an und dann dehne ich hier, da ein bisschen und das sind so wirklich so 15, 20 Minuten, wo ich dann auch zu mir finde und so ein bisschen mich fokussiere auch. Genau, das ist so mein Ritual. Dann, wenn es wirklich so direkt, so kurz davor ist, dann wird natürlich das Pferd hergerichtet von Fabienne und mir und ich richte mich selber auch her und dann geht man so ein bisschen in sich und ist so ein bisschen bei sich und so und dann, sobald wir aufsteigen, geht es dann richtig los. Ich habe mir jetzt hier einmal vorgenommen, ein sehr kurzes, knackiges Abreiten und schau mal, wie sich das anfühlt. Dass Jessica mir beim Warm-up hilft, ist eine Riesenhilfe, ganz klar, weil sie kennt das Pferd, weil er unter ihr auch gelaufen ist. Aufregung würde ich es nicht nennen, aber schon Anspannung. Und Anspannung ist was Gutes, weil Anspannung kann man nutzen, dann ist man wach. Aber Aufregung ist jetzt, glaube ich, nicht das richtige Wort. Aber vor allem hier beim Exklusiv-BB hatte ich sehr viel Vorfreude, weil ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Wie wird er sein im Viereck? Weil er kennt mich noch nicht so im Viereck, ich kenne ihn noch nicht. Und es ist wirklich eigentlich schon spannend, wie so ein Pferd am Turnier ist und wie man so zusammenfindet. Deswegen, da freue ich mich schon sehr drauf, ja. Ich muss sagen, ich hatte in beiden Prüfungen ein wirklich tolles Reitgefühl. Der Exklusiv-BB hat noch nicht ganz so viel Turniererfahrung und mit mir auch noch nichts. Und er ist ein richtiger Kämpfer und es macht richtig Spaß, mit ihm da ums Viereck rum und auch ins Viereck reinzureiten. Ich muss sagen, heute ist uns gegen Ende dann doch noch ein bisschen der Saft ausgegangen, so ein bisschen die Tragkraft. Aber Exklusiv-BB ist noch ein ganz tolles Nachwuchs-Grand-Prix-Pferd, der, glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Aber ich bin super, super, super zufrieden mit ihm.